ein viel beachtetes Badminton-Turnier im Norden, sowohl für den Leistungssport als auch für den Hobbybereich nach dem Schweizer Spielsystem. Viele Helfer sind im Einsatz, damit das Turnier starten kann. Guten Tag. Auch die Pokale stehen schon bereit. Die ankommenden Spieler richten sich ein. Wir haben auf der rechten Seite auch die Gymnastikhalle. Da haben wir ein Fenster aufgebaut, da kann man sich auch mal anzusehen. Die erreicht ihr nicht durch den Gang zu den Umkleidekabinen. Also wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen in Burgdorf zum 13. August. Roy Gündel eröffnet das Turnier. Mal ein Rekord zu verzeichnen, endlich mal wieder. Das waren so um die 216 Anmeldungen. Es gab leider gestern und auch heute noch ein paar Abmeldungen, sodass ich die endgültige Anzahl gar nicht weiß. Jedenfalls ein Rekord und da freuen wir uns sehr drüber, vor allen Dingen sehr viele, die auch zum ersten Mal hier sind. Und deswegen werde ich auch ein bisschen mehr nochmal über das Spielsystem erzählen, weil es ein bisschen anders ist als bei vielen anderen Turnieren. Erstmal kurz was zum Rahmen. Wir haben riesigen große Cafeteria aufgebaut für euch. Es wird später draußen auch gegrillt werden. Das Grillen wird dann auch entsprechend an der Cafeteria bezahlt und bestellt. Diejenigen, die übernachten wollen, können das gerne drüben in der Gymnastikhalle dann tun. Dann legen wir auch entsprechende Matten aus, gibt morgen früh auch ein Frühstück. Und Außenbereich haben wir natürlich auch. Es wird heute ja wahrscheinlich wieder etwas drückend werden, sodass man sich da vielleicht den einen oder anderen Windzug noch abholen kann. Und die Einspielhalle haben die meisten schon gesehen. Wenn ihr also Richtung Umkleidekabine geht, den Gang bis zum Ende durch, ist hinter der Wand dort drüben dann auch eine Halle, wo wir Netz gespannt haben, wo man sich einspielen kann. Wir werden nebenbei auch ein paar Fotos machen und ein kleines Video drehen. Wer das nicht brauchen möchte, einfach kurz Bescheid sagen oder wegrennen. Das ist dann auch kein Problem, wenn wir die Atmosphäre so ein bisschen festhalten. Die Einzelheiten des Turnierablaufes hat Roy natürlich auch noch angesagt. Nun geht es gleich los, wenn unser Turnierdirektor Stefan das Startzeichen gibt. Eine der Verlosungen. Ja. Brauchst du was eigentlich? Ja. Meine Bruder hat mir auch ganz viele gekauft. Pausen im Freien sind natürlich auch willkommen. Egal.
Nun kehrt Ruhe ein.